Sheldon. Hallo, Sheldon. Hallo, Sheldon. Sheldon? Du Hallo? Bist krank. Sagst du. Das sag... Ernsthaft? Ich Mann. Sehe dich. Also, was nun? Mir ist schlecht. Ja, wenn du die ganze Zeit so rumwaberst, dann, Bist du immer noch hier? Ja. Stell dir vor, komm, lass mal tanzen. Lass mal tanzen. Tanzen. Du tanzen. Bist krank. Oh, nur weil ich tanzen will. Aber ich habe schon ein Nickerchen gemacht. Er lebt in einer Toni! Toni, bitte sag mir, dass du weißt, was zur Hölle hier passiert. Lima-Bohnen sind Spione. Scheiße. Mhm. Hey, hast du Obst dabei? Magst du die Äpfel? Ich mag Obst. Ich mag besonders Bananen. Aber das ist kein Obst, deswegen esse ich sie nicht. Hast du mir was mitgebracht? Was machst du überhaupt hier? Ja, mit dir über Obst reden. Natürlich. So, aber jetzt gucken wir mal hier hin. Ja, man sieht's schon. Ist es schon wieder morgen? Dolfo? Was zur Hölle? Eigentlich will ich malen. Nicht du auch noch. Ja, Dolfo heißt jetzt Adolf und hat ein Buch gelesen. Der Titel war irgendwas mit Kampf. Ihr dürft jetzt dreimal raten, was er gelesen hat. Notiz an mich selbst. Keinen Krieg mehr an zwei Fronten beginnen und nicht mehr während des Winters nach Russland marschieren. Oh, und in der Apotheke die Cyanidkapseln nicht vergessen. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass mein Fehler war, gleichzeitig an der Ost- und an der Westfront zu kämpfen. Diese Situation ist nicht tragbar, daher werde ich sofort die Ostfront schließen. Bitte informieren Sie den Russen, dass er warten soll, bis ich im Westen fertig bin. Alles klar. Sir. Was auch immer. Das ist falsch, einfach damit zu spielen. Das Leben überrascht einen immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Nehmen Sie nur die vernichtende Niederlage der Wehrmacht. Junge, das habe ich nicht kommen sehen. Der Engländer hat all seine Truppen nach Nordfrankreich verlegt, dazu zwei amerikanische Divisionen. Um diesem offensichtlichen Bluff entgegenzuwirken, soll sich meine gesamte Streitmacht in Süddeutschland sammeln und zum Gegenangriff bereithalten. Das Blatt des Krieges wendet sich zu meinen Gunsten. Das Küchenpersonal hat zugestimmt, jeden zweiten Mittwoch Bockwurst zu servieren und meine Therapiesitzungen wurden auf 5 in der Woche erhöht. Der Sieg ist zum Greifen nah. Ich finde ihn einfach nur super und deswegen muss ich jetzt ihm noch ein bisschen zuhören. Wir müssen an den Stränden und Landezonen kämpfen. Wir müssen in den Feldern und auf den Straßen kämpfen. Moment, das war von Churchill. Verdammt! Ich frage Sie, was ist die Hauptstadt des Assyrischen Reiches? Hm? Eine Fangfrage! Das Assyrische Reich gibt es nicht mehr! Sie Holzkopf! Lustig. Spielen wir doch mal 4 gewinnt. Aber gewöhnen Sie sich an den Gedanken, dass Sie gegen einen meisterlichen Taktiker wie mich nicht gewinnen werden. Ich werde einen haushohen Sieg erringen und Ihre kleinen roten Kreise mit meinen überlegenen gelben besiegen. Ja. Es ist für alle besser, wenn wir das Thema Russland außen vor lassen. Oh, jetzt habe ich es erwähnt. Lassen Sie mich sofort erschießen! Ich finde ihn so knuffig, einhören wir uns. Ich habe etwas zugenommen, aber die Schlacht am kalten Buffet habe ich gewonnen. Adolf, du bist ein Scherzbold. Ich bin die ganze Woche hier. Geben Sie ordentlich Trinkgeld und probieren Sie das Schnitzel. Ja, ja, werde ich tun, auf jeden Fall. Danke, Adolf. Ich finde ihn super und wir werden ihn, glaube ich, auch nochmal wiedersehen. Ich war nie wirklich weg. Ich war da hinten und dann da hier drüben und dann... Moment, was hat denn der da überhaupt? Da sind sie ja. Ja. Hi. Ich wollte eigentlich nur mal deine Karte angucken. Russia. Berlin. Franz.
Oh Gott. Ja, genau. Du bist schon knuffig. Gut, jetzt zurück zum Ernst. Ja, ich hatte zu tun. Mann, jetzt lass mich. Frank. Jackie, Dr. James sucht dich. Er möchte mit dir sprechen. Ist schon okay. Du hast keinen Ärger. Geh einfach zu ihm in sein Büro. Aber ich... Okay, gut, gut, gut. Ich hoffe, das gibt keinen Ärger. Be kind and rewind. Also hier für die Videokassetten. Es gibt bestimmt Leute von euch, die hatten noch nie in ihrem Leben eine Videokassette in der Hand. Die musste man ja noch zurückspulen, so. Die gucken Stummfilme, ist ja super. If you aren't watching, please turn the TV off. Ja. Was auch alles nur voll mit irgendwelchen Darkness kommt. Das ist voll die coole Klinik. Ich will mich hier einweisen lassen, bitte. Edward. Dr. Jamie? Jackie, komm doch rein. Ich hatte schon gehofft, dich heute Morgen zu treffen. Setz dich. Jetzt weiß ich, dass das nicht real ist. Auf keinen Fall bist du Arzt. Das Pflegepersonal hat mir gesagt, dass du dir wieder Sorgen wegen deiner Medikamente machst. Verstehst du denn, warum du die Medikamente nehmen musst? Ich bin nicht verrückt. Das ist nur eine Illusion. Wenn es eine Illusion wäre, könntest du sie verschwinden lassen. Aber das hatten wir ja schon. Du kannst sie nicht verschwinden lassen, weil es keine Illusion ist. Siehst du denn nicht, was passiert, Jimmy? Die Finsternis ist in unseren Köpfen. Meinst du die Stimme, die du hörst, Jackie? Die dich schlimme Dinge tun lässt? Klingt das denn einleuchtend für dich? Also, ich werde um diese Sachen nicht länger herumreden. Dr. Vic und ich machen uns Sorgen, dass du einfach neue Regeln aufstellst. Mafia-Geschichten sind ja im Fernsehen schön und gut, aber nicht im echten Leben. Du bist nicht der Kopf einer Verbrecherfamilie, du bist ein Patient in dieser Einrichtung. Und wir wollen dir helfen, wieder gesund zu werden. Mit diesem Ort stimmt etwas nicht. Warum werde ich hier festgehalten? Okay, Jackie, schön ruhig bleiben. Dr. James versucht nur, dir zu helfen. Eddie, was zur Hölle machst du da? Jackie, ich weiß, du bist wütend, aber bitte benutze jetzt mal deine ruhige Stimme. Ich möchte nicht mehr mit deiner Finsternisstimme sprechen. Also gut. Ich möchte mit Jenny reden. Natürlich, niemand hält dich davon ab. Edward, bring ihn zu Schwester Jenny. Komm schon, Jackie. Bleib ganz ruhig, Jackie. Ja, klar. Bleiben? Wenn du das sagst, Doktor. Idiot. Besuchen wir Jenny, Jackie. Ja, hopp. Die wird mich bestimmt verstehen. Lauf schneller. Ich will zu ihr. Ja, was? Was denn? Soll ich alleine hingehen? Ich gehe auch alleine. Es war da lang, ne? Ja, war es. So gut. Jackie, ich bin so froh, dass du wieder deine Medikamente nimmst. Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Du guckst mich nicht an. Warum guckst du mich nicht an? Dr. Vic hat mich nach deinen Fortschritten gefragt. Er macht sich große Sorgen um dich. Wir alle. Jenny, ich weiß nicht, was das für ein Ort ist, aber ich werde dich hier rausholen. Warum sollte ich hier rausholen, Jackie? Ich arbeite hier. Ich will dir helfen. Und nicht auch noch du! Nicht auch noch du! Was zur Hölle passiert hier? Bleib einfach ruhig, Jackie. Alles wird gut. Also, das letzte Mal, als wir miteinander geredet haben, hast du mir von deinen Wahnvorstellungen erzählt. Du meintest, du wärst der Kopf einer Gangsterfamilie und dass dein Haus von Leuten angegriffen wurde, die dir die Finsternis abnehmen wollten? Das war keine Wahnvorstellung. Das ist passiert, ich weiß es sicher. Ich weiß, es fühlt sich real an, Jackie, aber... Jenny, du musst mir zuhören. Ich glaube, das hier könnte die Hölle sein und du bist darin gefangen. Ich bin hier, um dich rauszuholen. Ich kann verstehen, dass es dir hier manchmal wie die Hölle vorkommt. Aber das ist nur ein Krankenhaus. Du musst mir vertrauen. Jeder hier will dir einfach nur helfen. Ich weiß nicht, warum das passiert, Jenny. Du warst tot. Ich habe dich sterben sehen.
Darüber haben wir doch schon gesprochen. Weißt du noch? Wenn du deine Medikamente nicht nimmst, fällt es dir schwer, Realität und Einbildung auseinanderzuhalten. Du bekommst Albträume, wenn dein Serotonin verrückt spielt. Du erinnerst dich dann an Dinge, die niemals geschehen sind. Aber meine Familie, meine Freunde, die Finsternis. Das alles gibt es nicht wirklich. Ich erstelle mit Dr. Wick einen Plan. Wenn du dich richtig verhältst, können wir uns öfter sehen, okay? Jackie, ist alles okay? Ein Plan? Was? Jenny, du verstehst nicht. Du hast Probleme. Wir müssen hier raus. Sofort! Jackie, oh, nein! Oh, Großer! Code Weiß! Langsam, Jackie! Lass mich los! Komm schon! Du warst schon so gut. Los jetzt. Langsam, langsam. Ganz ruhig, Jackie. Wir werden dir nichts tun. Halt ihn ruhig. Nein, 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 keine Johnny, spitze Schlange. Damit. Geh! Schlafen! Schaff ihn da runter, bitte. Lasst mich! Komm zurück, Jackie! Ich will ja laufen! Ich will ja laufen! Ich komm später. Ah! Er rennt zur Tür! Ich weich euch allen aus! Jackie, komm zurück! Wow, wow! Hier lang! Wer warst du denn? Solange sich die Blutlinie fortsetzt, hat die Finsternis immer einen neuen Wirt. Meine Überraschung, als ich 5 wurde. Ich werde nachts wach und mein Vater. Er sitzt an meinem Bett, beugt sich über mich, das Schlachtermesser in der Hand. Bin mir immer noch nicht sicher, ob der alte Spinner mich von meinem Leid erlösen oder verhindern wollte, dass jemand seinen Platz einnimmt. Mach, dass es aufhört, Jackie. Jackie, hey, ich glaub's nicht, du bist zurück. Du hast ja gesagt, die Finsternis lässt dich nicht sterben. Habt ihr aber nie geglaubt. Hat 4 Tage gedauert, bis du nach dem Schuss ins Gesicht wieder ganz warst. Verlier meinen verfluchten Verstand. Hey, Jackie, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber die Beerdigung für deine Tante Sarah ist heute. Gott, verdammt! Verdammte Scheiße! Es ist meine Schuld. Meine Schuld, dass sie tot ist. Dieser Pisser Breck. Nachdem er dich erschossen hat, hat er... Jackie... Es tut mir so leid. Alles versinkt in Scheiße. Deine Jungs haben die Bruderschaft zurückgeschlagen, haben sie vertrieben. Aber du weißt, dass die nicht aufgeben, oder? Die Bruderschaft darf die Finsternis nicht bekommen, Jackie. Das wird nicht passieren. Die Finsternis. Die Finsternis hat Jenny. Sie will diese Bruderschaft Spritzer tot sehen und den Gral für sich haben. Oder sie hält sie für immer gefangen. Jackie, dieser Gral in den Händen der Finsternis, das ist nicht gut. Das Ding ist zu mächtig. Mit dem Gral könnten sie dich überwältigen und vollkommen übernehmen. Was habe ich für eine Wahl? Sie darf Jenny nichts antun. Jackie, was ist, wenn sie nicht einmal real ist? Die Finsternis spielt mit dir, lässt dich Dinge sehen. Nein, sie ist es. Das weiß ich. Ich fühle es. Also, was wirst du tun? Ich gehe zur Beerdigung meiner Tante. Und dann töte ich eine Menge Leute. Sei vorsichtig. Die Bruderschaft schreckt vor nichts zurück, um die Finsternis zu kriegen. Vor gar nichts. Okay. Ach, das ist ein Schatten. Wir haben viel Essenz verfügbar. Die gebe ich jetzt erstmal aus. Jetzt bin ich, glaube ich, an 2 oder 3 so Dingern vorbeigelaufen. Jetzt kann man schon mal wieder gucken. Was haben wir hier überhaupt? Schwarm. Das könnte man aber eigentlich auch mal brauchen, na? Wenn mal wieder die Muni alle geht und ich sonst nicht weiß, wohin mit mir. Was war denn das? Was gibt's denn da sonst noch? Bla. Nee, ich glaube, ich nehme für den Fall der Fälle das mal mit. Was wollte ich jetzt? Ich hatte mich für euch keine Ahnung. Ich nehme das jetzt irgendwie nochmal mit. Das ist cool. Finsterling schmeißen. Finde ich gut. Nehme ich mit. Ah, so. Schon wieder eine Menge Essenz losgeworden. Und hier sehen wir die ganzen Relikte, die wir schon gefunden haben.
und können uns die auch genauer ansehen, aber das machen wir erst später. In der Special-Folge, wenn ich alle hab. Lass dich alle mal. Schön, dass du wieder auf den Beinen bist, Boss. Jemand wird verdammt nochmal dafür bezahlen, Jackie. Sag mir einfach, wer. Du bist cool, Alter. Ich mag dich. Der hat voll grüne Augen. Guck mal. Guck mal, ich bounce an dem ab. Bounce. Ja. Wir haben hier serious business, ne? Ich muss zur Beerdigung meiner Tante, die ich voll gerne hatte. Hauptsache, ich habe jetzt wieder Haare auf dem Kopf. Hey, Jackie. Yo, Frank. Du warst in meinem Traum gar nicht mehr zu mir. Schön, dass du zurück bist. Diese verfluchten Irren wollten dich wegbringen. Aber nachdem du genug ausgeschaltet hattest, hatten wir die Oberhand. Nur Tante Sarah konnten wir nicht rechtzeitig erreichen. Frank, das mit Eddie tut mir so leid. Du hast das Richtige getan, Boss. Du hattest keine andere Wahl. Aber wir kümmern uns um seine Frau, ja? Natürlich. Wir kümmern uns um seine Familie. Danke. Das bedeutet mir viel. Das hat irgendwie seltsame Soundbugs stellenweise. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so. Was geht ab? Du bist auch wieder normal, Jackie? Oder? Nun, ich glaub schon. Das war echt abgefuckt, was? Ja, schon. Wo genau muss ich denn... Oh, ich muss hier lang. Grüß, Alter, wie sie überall auch noch aussieht. Da führt mich Nigel einmal aus und die zerstören hier alles. Ach, süß. Ja, ist schon irgendwie ziemlich kaputt alles hier. Toll. Hey, Jackie. Hey, Jimmy. Du gehst da besser nicht hoch, Junge. Da ist nichts, was du sehen solltest. Scheiße, Jamie. Das ist alles meine Schuld. Berufsrisiko, Kleiner. Es tut mir nur so leid um deine Tante. Sie war eine echt zähe Braut, weißt du. Sie wird heute begraben. Wir sollten bald hingehen. Du hast recht. Gehen wir. Jep, jep. Boss, wir sind bereit zum Friedhof zu fahren. Sag einfach Bescheid, dann sind wir weg. Zeit für den Abschied von Tante Sarah. Geh voraus. Ich sorge dafür, dass die Jungs bereit sind, wenn du ankommst. Augen zu und durch.